Hallo und herzlich willkommen zu einem Real Talk. Das hatte ich ja im letzten Vlog schon angekündigt, dass ich mal so ein bisschen darüber plaudern möchte, wie es jetzt nach mittlerweile 3,5 Wochen in Quarantäne denn so war. Ich hangel mich mal so ein bisschen oder ich versuche irgendwie eine Struktur reinzukriegen und mich von Thema zu Thema zu hangeln. Fangen wir mal mit dem Homeoffice an. Also Homeoffice ist ja für mich nichts Neues und es ist auch für die Kinder nichts Neues, dass ich manchmal arbeiten muss, wenn die auch da sind. Das war mein großes Glück. Aber natürlich schaffe ich bei weitem nicht so viel wie sonst, wenn die Kinder 8 Stunden im Kindergarten sind. Also da komme ich bei Länge nicht hin. Früher hätte mich das total fertig gemacht und hätte mich sehr, 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 sehr gestresst und auch in Ängste gestürzt. Heute bin ich aber so, es geht gerade einfach nicht anders. Und ich muss auch schauen, dass es den Kindern gut geht, dass es mir gut geht, dass ich alles irgendwie unter einen Hut bekomme. Und deswegen mache ich das, was oberste Priorität hat oder was mir am meisten Spaß macht und ich mich da entsprechend gut für motivieren kann. Und schaue halt so, okay, was ist okay, wenn ich es erst in 2-3 Monaten zum Beispiel mache? Weil wir wissen ja nicht, wann die Kinder wieder in den Kindergarten gehen können. Ich habe zum Beispiel aber auch aus der Situation heraus geboren, ganz neue Projekte zum Beispiel gestartet, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Plan hatte. Also wir haben auf Instagram Mitmach-Sessions gemacht mit anderen tollen Frauen aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, wo ihr live zu Hause mitmachen konntet, um euch auch zu zeigen, was könnt ihr gerade tun, damit es euch gut geht. Oder ich habe zum Beispiel unseren Videokurs, unseren Online-Kurs Glücklich und Gesund, den haben wir innerhalb von 2 Wochen aus dem Boden gestampft. Und da habe ich mich dann entsprechend natürlich auch ein bisschen angepasst. Und klar gab es mal so Tage, die stressiger waren, weil ich auch Abgabetermine hatte. Und dann mal wieder Tage, wo ich sagen konnte, okay, ich kann mir aussuchen, was ich heute arbeiten möchte, was ich heute machen möchte. Und ja, ich bin ganz fein damit, dass es halt gerade so ist, wie es ist. Wie aber jeder andere oder fast jeder andere Selbstständige habe ich natürlich auch finanzielle Einbrüche, logisch. Aber das kann einem immer mal wieder passieren. Darauf muss man sich einfach einstellen. Da muss kein Corona kommen. So erstmal zum Homeoffice. Kommen wir mal weiter, wie es so im Home mit uns dreien läuft. Ausgesprochen gut tatsächlich. Also wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, pass auf, du kommst in diese Situation, hätte ich geheult und geschrien und gezetert innerlich. Weil ich mir das hätte null vorstellen können, dieses 24-7 aufeinander hocken. Ich immer nur mit den Kindern, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich hätte gedacht, dass mich das wahnsinnig macht, aber tatsächlich klappt es sehr gut. Meine Mutter hat da mal was Schönes gesagt, auch die Kinder entwickeln sich in dieser Zeit und sind dann natürlich auch sensibel dafür, was braucht gerade der andere, wo muss ich mich vielleicht gerade mal ein bisschen zurücknehmen. Und deswegen ist das so ganz allgemein gerade auch eine tolle Zeit, um sich natürlich weiterzuentwickeln. Sowohl für uns als auch für die Kinder. Also so im Großen und Ganzen bin ich tatsächlich sehr überrascht, wie gut es läuft. Aber natürlich ist hier auch nicht heitel Sonnenschein die ganze Zeit. Ich versuche mich wirklich an schönen Momenten festzuhalten, wie zum Beispiel, dass ich hier gerade tatsächlich in Ruhe sitzen kann und Videos drehen kann, obwohl die Kinder nur ein Zimmer weiter entfernt sind. Oder dass die Sonne scheint, dass es unglaublich schön warm draußen ist. Dass ich mich freue auf Frühlingsgefühle und Eisessen und Grillpartys. aber auch, dass ich mir abends die Zeit nehme für mich. Tagsüber wir immer wieder schöne Momente haben. Also gerade jetzt, weil wir halt auch viel Zeit miteinander haben, so viel, wie wir in dieser Zeit gebastelt haben und auch mal Sachen ausprobiert haben, wie zusammen Sport machen und Yoga machen und singen und tanzen, dafür haben wir ja sonst nie die Zeit oder anders gesprochen, man nimmt sich die Zeit halt dafür nicht. Ich bin auch viel in der Küche und probiere Sachen aus, wo ich mir sonst halt auch nicht die Zeit dafür nehme. Also das halt dann einfach auch wertzuschätzen. Aber natürlich ist es auch stressig, es ist nervenaufreibend, ich bin ganz oft auch einfach genervt. Mein Geduldsfaden ist sehr, 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 sehr kurz und ich bin natürlich öfter laut, sofern ich laut sein kann, als sonst. Und das ist aber was ganz Normales. Ich muss nicht ständig permanent in meiner persönlichen Weiterentwicklung sein. Ich muss nicht ständig dankbar für die Kleinigkeiten sein und im Negativen das Positive sehen und alles hinterfragen und alles reflektieren. Ich darf auch einfach mal genervt von der Situation sein und unmotiviert sein und keine Kraft und keine Energie haben.
Das hatte ich letztens erst, da haben wir uns tatsächlich nach dem Frühstück noch mal eine halbe Stunde alle ins Bett gelegt. Svea hat uns was vorgelesen und dann ging es halt wieder los. Also bei mir, ich muss halt auch gucken, was hilft mir in diesen Momenten. In diesen Momenten helfen mir ätherische Öle, hilft mir Musik, hilft mir Singen. Ich singe gerade auch wieder ganz, ganz viel. Hilft mir Bewegung, hilft mir rausgehen. Und da habe ich halt so in meinem Kopf so innerlich meinen Notfallplan. Was kannst du dann tun? Und irgendwo geht es dann immer weiter. Ich gebe mich gerne mal so 20, 30 Minuten meiner Unmotiviertheit und Genervtheit hin, aber nicht für länger. Ich weine auch gerne mal 2 Stunden abends, wenn es mich einfach überkommt. Und das ist auch gut so. Und das darf auch alles so sein. Ich darf gerade absolut genervt sein und muss nicht bestätigt das große Vorbild sein. Muss ich gerade überhaupt nicht. Was, glaube ich, so der größte Stressfaktor für uns alle ist, ist, dass wir unsere Freunde nicht sehen können. Das war am Anfang für die Kinder richtig, richtig schwer. Da musste ich das jeden Tag aufs Neue erklären und da fielen öfter die Worte Scheiß Corona. Mittlerweile haben sie es verstanden, verstehen auch, wenn wir unterwegs mal jemanden treffen, dass sie nur von Weitem winken dürfen und kurz miteinander reden können von Weitem und es dann weitergehen muss. Aber dadurch sind sie natürlich als Geschwister ein bisschen enger zusammengewachsen. Es ist aber auch größeres Konfliktpotenzial da und es wird, glaube ich, umso schöner, wenn sie dann ihre Freunde tatsächlich wiedersehen können. Und dann haben wir wahrscheinlich ganz viel Spielbesuch hier die ersten Tage. Und wenn man dann halt auch wieder gemeinsam auf den Spielplatz gehen kann, ne? Diese Kleinigkeiten, die wir jetzt alle wieder wertschätzen lernen. Und für mich ist die soziale Isolation auch kein Spaß, wirklich nicht. Also es ist so ein bisschen, auf der einen Seite wäre ich gerne mal einen ganzen Tag allein. Und auf der anderen Seite wäre ich gerne mal wieder einen ganzen Tag unter allen meinen Lieben und würde die drücken und würde Alkohol trinken und schlechte Witze machen und über Erwachsenenthemen sprechen, ja? Also für mich ist diese soziale Isolation für mich persönlich das größte Problem. Also ich habe kein Problem mit mir alleine zu sein, das bin ich gewöhnt mittlerweile und es ist auch gut so, aber es gibt irgendwo so einen Punkt, wo es keinen Spaß mehr macht, wo man auch körperliche Nähe ganz arg vermisst. Ich habe letztens einen Freund getroffen und ja, wir konnten uns nicht umarmen, haben wir nicht, wir haben unsere Fußsohlen aneinander geschlagen, um uns zu begrüßen. Ja, und ich bin so ein Mensch, ich kann leider nicht über WhatsApp oder über Telefonie sowas aufrechterhalten. Ich bin ein ganz schlechter Telefonierer, ich nehme dafür keine Zeit. Ich bin manchmal eher genervt davon, dass schon wieder eine WhatsApp drauf ist, die ich beantworten muss, in dem ganzen anderen, was so los ist. Ich kann Freundschaften nicht darüber pflegen und ich kann auch keine Gespräche über WhatsApp führen, ne? Irgendwo kommt da nichts Sinnvolles bei raus. Ich brauche so diesen direkten Kontakt, Leute sehen, Leute umarmen, mit Leuten sprechen, Leuten in die Augen sehen. Und das ist das, was für mich tatsächlich am schwersten ist. Ich bin mit all meinen Freunden in Kontakt. Wir schreiben natürlich, ich habe angefangen, Briefe zu schreiben. Wir verschicken zu Ostern halt Post, weil wir uns nicht sehen können, weil wir uns ja nur noch 5 Kilometer von unserem Wohnort entfernen dürfen. Und man arrangiert sich so, aber das ist für mich tatsächlich das Schwierigste. Und das zeigt aber wieder so dieses, okay, wenn es dann wieder geht, dann möchte ich das auch wieder in vollen Zügen nutzen. Und es ist so diese Diskrepanz, was ich schon erzählt habe. Einerseits möchte man unbedingt seine Freunde sehen und was erleben und erwachsene Dinge tun. Auf der anderen Seite möchte ich gerade einfach nur ein paar Stunden mal allein sein. Auch gerne tagsüber, um einfach nur da zu liegen, Musik zu hören, auf die ich mal Bock habe, zu lesen, alleine eine Stunde im Wald spazieren gehen zu können, ohne halt ständig, ich habe Hunger, ich habe Durst, mir ist langweilig, ich will nicht weitergehen. Oder sowas. Ja, natürlich, aber es geht halt gerade einfach nicht. Und umso mehr bin ich eigentlich in diesen Momenten glücklich, dass ich dann Menschen habe, die ich wieder umarmen kann. Und freue mich und bin jetzt noch so ein bisschen offener. Also ich arbeite auch gerade sehr, sehr viel an mir. Mit Meditation und EFT, das hat natürlich Auswirkungen auf mich. Und ich glaube, so viel, wie ich mich in diesen 3 Wochen persönlich weiterentwickelt habe, weil ich auch was dafür getan habe, habe ich sonst noch nie. Also mein Herz ist so, so weit offen. Ich habe diese ganzen Mauern gesprengt, die da waren. Und wenn ich dann wieder raus kann, Mann meines Lebens, dann bin ich bereit, dann darfst du kommen, dann steht uns nichts mehr im Wege. Ja. Das war mein Real Talk zur Quarantäne. Da kommt jetzt ein Kind, deswegen muss ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!
Und schreibt doch mal bitte in den Kommentaren, wie es euch aktuell nach fast 4 Wochen Quarantäne so geht.